Weil dann würde ich sagen, kleine Aufnahmepause, um zu gucken, ob die Aufnahme auch wirklich vernünftig ist. Wobei ich ja den Stream nebenbei sehe und da sieht alles gut aus. Und Hawk tot. Es ist echt zum Heulen. Wie die hier einen aufs Maul kriegen. Also, ohne Witz, die kriegen hier einen aufs Maul? So, weiter geht's. Wollen trotzdem auf jeden Fall mal speichern. Zack und zack. Dann fliegen wir mal eben kurz weg. Da wollte ich nicht hin. Ist irgendwie ein Reflex, da reinzulaufen. So. Einmal hier bitte einkaufen wieder. Habe ich davon nichts verbraucht? Okay. Nur die hier. Ja. Und dann nur zwei, nicht drei. Oder drei? Egal. Ist ja wurscht. So, jetzt versuchen wir da mal wirklich hinzukommen, oder? Schaffen wir. Muss auch schaffbar sein, da durchzukommen, ohne dass man die ganze Zeit kurz vorm Verrecken ist. Eisklinge, okay. Das heißt, wir werden Schneemänner, wenn wir getroffen werden. Boah, die Chance besteht, zu Schneemann zu werden. Aber wir haben keinen Schaden gekriegt bei dem. Und hier bei dem auch nicht. Sehr gut, so muss das immer laufen, bitte. Weiß er echt nicht mehr, wo man hier lang muss. Das ist das Problem. Mama Protoöl erhalten und im Lager verstaut. Was immer das Mama Protoöl ist. Wir gehen jetzt hier einfach mal nach oben. Wir halten uns jetzt mal einfach nordöstlich. Bis wir in der Sackgasse geraten. Dann versuchen wir nur nördlich zu gehen. Und dann biegen wir halt irgendwann mal westlich ab. Ja. Wir gehen aber nie nach Süden. Müsste dann eigentlich mal klappen, dass wir da hinkommen, wo wir hin müssen. Oh, da klingelt wieder mein Handy. Yay. So muss das. Hoffentlich hört man das echt nicht im Stream. Wenn doch, dann entschuldige ich mich dafür. Beziehungsweise auf YouTube, ne? Ich entschuldige mich dafür. So, gefangen. Okay, der ist tot. Wollte gerade mal einen Special benutzen. Da gucken wir, was drin ist. Ich finde, wir kommen jetzt schon besser durch.
Auch wenn Duran zum Beispiel schon wieder über 100 Leben verloren hat. Und Thor schon wieder fast 200. Also sogar ja, mehr als 200. Es ist ja langsam lächerlich, was der auf die Mütze kriegt. Ich frage mich, woran mit das zusammenhängt, dass er so viel auf die Mütze bekommt. Vielleicht muss er seine Stärke mal erhöhen. Wahrscheinlich schon, oder? Ist Stärke auch gleichzeitig physische Verteidigung? Agilität ist Ausweichen, das weiß ich. Wahrscheinlich schon, oder? So, dann da rein. Wir haben auch jetzt gerade einfach nicht mehr diese böse Kombi, die gibt es, das ist super. Und Level Up für unseren Kevin. Den gehen wir noch ein bisschen weiter. Nein. Vita wollte ich dem geben, nicht Intelligenz. So. Das ist die Blitzklinge gewesen, ich habe es leider nicht gelesen. So. Sieg. Okay. Blubberblasen, Achtung. Angriffskraft runter, aber leider steht da nie bei, von wem. Ob der jetzt alle getroffen hat oder nur einen. Steht hier leider nie. So, das Ding ist weg. Hoffe ich. Bis jetzt soll es weg sein. Ja. Und Level Up von Duran. Da geben wir gleich nochmal mehr Stärke. So. Stärke ist immer gut. Wollen wir die Stärke auf Duran mal jetzt wieder cappen? Und von ihm, den geben wir nochmal Agi. Nein, nicht Stärke. Nicht Stärke, ich wollte ihm Agi geben. Vielleicht hätte er nochmal einen Zauber, das wäre schön. Feuerjutsu, immer mit Feuerjutsu schon da. Ja gut, sehr gut, aber direkt mal gestorben. Nach Level Up, weil den Zauber von dem. Ah, das ist ja fies hier. Nochmal ein Zauber. Ernsthaft, du bist nicht tot nach meinem Angriff. Willst du mich eigentlich veräppeln? Hier ist Sackgasse, da kommen wir nicht durch. Wir müssen irgendwie da oben, gibt es aber noch einen Eingang. Also irgendwie muss man davon drum herum laufen, glaube ich. So. Das erste, was wir jetzt machen, ist dem eine Schokolade geben, damit er nicht wieder. Das war falsch. Ach Gott, aber gut, ist auch nicht so schlimm. Da habe ich ja nicht volles Leben. Dem wollten wir es geben. So. Ach, guck mal, da ist oben ein Ausgang. Habe ich vorhin, glaube ich, nicht gesehen. Und das tat weh. Lustigerweise kommt jetzt kein Warngeräusch für Duran und Duran ist tot und Alter. Hier noch ein Anfall gleich. Kommt nichts machen. So. Okay. Manchmal geht das echt schnell. Wer ist jetzt schon wieder am Blinken? Ich sehe es nicht. Hawk schon wieder. Alter, der Hawk, ey. Ich schwöre, das ist. Ich werde den Hawk jetzt erstmal wirklich ein bisschen stärker pushen und hoffen, dass seine Defensive ein bisschen höher geht. Weil der so wie der eine aufs Maul kriegt, das ist nicht mehr schön. Der sollte eigentlich nicht so. Ja, Vita und Stärke werde ich erstmal hochpushen. Eieieiei. Ich glaube, ich habe meine Charaktere total verskillt und deswegen bin ich jetzt auch so in diese Bredouille hier überhaupt noch durchzukommen. Mich tatsächlich hier oben, okay. Ich
Alter, was macht ihr denn da? Kämpft doch nicht gegen die da unten. Kämpft mal, ich hab die doch so eingeschaut, dass sie mir helfen sollen. Was machen die denn da? Das ist ja unglaublich. Weil, ne, erstmal gucken, ob da vielleicht noch, kann man hier speichern vielleicht? Jo! Ja, 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 ja! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Einfach mal so eine Vermutung. Da wird ja jetzt mal direkt gespeichert. So. Gott, das ist besser Figmund. Also, wenn ich auch wirklich gespeichert habe vorher. Boss. Einfach so. Zack, ohne Ankündigung. Okay. Frostgegner, würde ich sagen. Haben wir denn da? Vesuvio-Statue. Wow, 200 Schaden. Vampirklaue. Oh, auf meine eigenen Leute? Was macht denn? Ah, das ist wahrscheinlich ein Live-Stil, oder? Dann gehen wir erstmal Hawk. Der kriegt immer so schnell auf die Mütze, das ist nicht schön. So, aber Hawk kann auch zaubern. Was haben wir denn da? Shuriken. Feuerjutsu, das haben wir gerade gelernt. Oh, Feuerjutsu. Feuer macht gut Damage, das haben wir gerade gesehen. Ja, 200. Mal irgendwas an Schaden. Die Vampirklaue machen wir noch auf Kevin. Auch wenn ich nicht weiß, was das jetzt genau bringt. Ich klingt für mich wie Lifestyle, aber ob das das ist, weiß ich nicht. Ja, ist Lifestyle. Die heilen sich damit hoch. Ach, ist das schön. Okay, ich kann gerade aus irgendwo Hawk nicht auswählen. Jetzt vielleicht? Ja. Oh, ich glaube, der wird hier gerade ganz schön behagt, der Gegner. Ich glaube, das läuft gut. Okay, den Schneemann müssen wir wegmachen. Würde ich sagen. Und wenn er nachher alle drei zu Schneemann macht, dann ist Game Over. Das wollen wir ja nicht. Okay, was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Wo springt er hin? Genau auf mir. Nice. Macht aber gar keinen Schaden. So muss das. So, okay, nochmal. Nimm das. Okay, was passiert jetzt? Ja, unter der Plattform oder was? Nice. Kann ich ihn da noch normal angreifen? Nein. Okay. Dann wäre man hier jetzt ohne Magie ziemlich aufgeschmissen, oder? Oh. Das ist nicht gut. Duran ist eingefroren. Das müssen wir direkt mal fixen. Okay, den kann man so nicht angreifen. Interessant. Natürlich die Frage, wie lange jetzt diese Phase geht. Vielleicht, wenn er jetzt so lang, wenn diese Phase jetzt so lang Eiszapfen, okay. Also diese Phase so lange geht, bis man den HP weggehauen hat, ne? Dann haben wir ein Problem. Dann geht's nur mit Magie. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. So.
Macht denn der immer auf mir? Das gibt's ja gar nicht. So, einmal so, dann so, dann so und so und auf dich selber. Ach, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Egal. Nicht so schlimm. Nicht ganz so schlimm. So, erstmal so, dann so, dann so und auf Rock. Kommt er irgendwann auch nochmal von unten wieder hoch oder was macht er jetzt? Jawohl, okay. Dürfen wir. Wieder angreifen, ja? Ich kann wieder Hock nicht auswählen. Und dann mal wieder ein Fehler. Zack, zack. Kevin. Ja, Kevin. Ach, kein Mana mehr. Okay, dann machen wir jetzt diese Dinger hier. Jetzt aber seltsam aus. Aber wir haben es geschafft. Yay! Also genau zu dem Zeitpunkt, wo uns das Mana ausgeht. Die Gottesbestien werden mit der Zeit immer stärker. Schnell, zu den anderen 7! Also 8 müssen wir besiegen. Okay, jetzt noch 7. Das ewige Ei. Oh, was? Raffi? Nein, ich heiße Chiquita. Ich bin ein entfernter Verwandter von Raffi. Wir sind eine Rasse von Handelskatzen. Raffi gefiel es bei uns nicht und verschwand. Nun, wollt ihr etwas kaufen? Ja, klar. Was hast du denn? Kaufen. Waffen. Aber ganz schön teuer, ne? Ganz schön teuer. Balmuk und Valar-Schwert. Dann das Balalar-Schwert, das ist besser. So, was haben wir hier? Das ist wahrscheinlich, die teure ist wahrscheinlich immer besser. Okay, nehmen wir das. Und dann kann ich mir schon mehr leisten. Ach du, okay. Das sieht stark aus, müssen wir jetzt ein bisschen Geld sammeln. Natürlich müssen wir jetzt Geld sammeln, ich weiß es ja. Also wir müssen jetzt ja wahrscheinlich wirklich Geld sammeln, ja. Also, leider Gottes. So. Aber wir machen jetzt ein bisschen mehr Schaden. Jo. Und verkaufen wir das Zeug jetzt mal eben schnell. Dürfen wir uns auf jeden Fall die eine Waffe noch leisten können. Was jetzt noch fehlt. Wir haben das hier, dann ist das hier, ne? Bishamon, oder? Tanzen wir durch. Bishamon. Ja. Zack. So. Aber vielleicht reicht das Geld auch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Werden wir jetzt gleich sehen.
Wieder falschen Knopf gedrückt. Ich bin der Wahnsinn. So. Das Yaksha durch das Bishamon. So. Kaufen! Ne, nicht kaufen wollten, verkaufen. So 5000, ne, das reicht nicht. Das wird niemals reichen, glaube ich. Raffi? Raffi? Nein, ich heiße schon Josefina. Ich war mal Raffis Geliebte. Ich war begeistert von der Freiheit deiner Ware, die mich gilt und verschwand. Oh, mein Geliebter. Nun, wollt ihr etwas kaufen? Oh, Raffi hat eine Geliebte gehabt. Hm. So. Also hier können wir jetzt Rüstung, Helm und Schmuck kaufen. Jeden. Okay, das wird teuer. Das wird teuer. So, ja, Pegasus-Rüstung durch den Löwenpanzer. Das sind 14 Defensivpunkte mehr, was viel ist. Dann Abwehr, Ritterwappen, ein Abwehrpunkt mehr. Was nicht so viel ist, aber ja. Ein Abwehrpunkt ist ein Abwehrpunkt. Bei den Damage, die wir kriegen, ist das viel. Haben wir das? Den Helm haben wir leider noch nicht. Den können wir uns aber auch nicht leisten. Das haben wir schon. Dann können wir uns jetzt den Helm kaufen. Für den Kevin. Dann haben wir das auch schon wieder. Geldtechnisch ausgereizt. Falsche Taste. Das ist so drin, dass man die Y-Taste drücken muss. Für das Ringmenü. Das ist schlimm. Warum haben die das geändert? Damals war X das Ringmenü von den Verbündeten. Wo man das auch da schon mit L und R durchswitchen konnte, tatsächlich. Ja. Chakra-Band durch die Werwolf-Mähne. Immerhin 2 Defensivpunkte mehr. Das wollen wir dann noch verkaufen und dann schauen wir mal. Ich glaube, mehr Geld haben wir nicht für noch irgendwas. Ich glaube nicht, dass das reicht. Das reicht nicht. Das hat alles, glaube ich, über 2000 gekostet, wenn ich es richtig sehe. Ja. Okay, jetzt heißt, wir müssen ein bisschen Geld sammeln. Ich zeige euch mal jetzt, wie ich dieses Geld sammeln werde. Aber dann mache ich einen Schnitt. Und dann komme ich wieder, wenn wir das haben. Sollte ich durch das Level... Weil ich nicht weiß, ob das passieren wird, aber wenn das passieren würde, dass wir hier durch das Sammeln Level machen sollten und dadurch einen Zauber lernen, werde ich das natürlich erwähnen. Ja, dann sage ich auch, was ich dafür gesteigert habe. Aber wenn das nicht passiert, dann erwähne ich es nicht. Dann habe ich einfach gelevelt und ich habe Stats hochgesteigert, die ihr dann vergleichen könnt, wenn ihr einfach das euch merkt, was für Stats ich hatte oder so. Ja, Glück gehabt. Sehr gut. Weiter geht's. Wir laufen jetzt hier in dem Gebiet auf jeden Fall rum, um an das Geld ranzukommen, was wir brauchen. Werdet also nichts verpassen. Also wenn, dann werde ich hier genau hier Geld haben. Zwar immer auf einer bestimmten Route. Und die Route zeige ich euch jetzt mal. Denn das habe ich so auch schon beim letzten Mal gemacht. Oh, nicht gut. Da ist ein Wehrock. So, weiter geht's. Ich habe übrigens auch schon vor der letzten Aufnahme ist ja schon nachgelesen. Wegen Schildern, ja. Wieso kann ich jetzt nur bei einem Händlerschild kaufen? Schilder gibt es nur in Forsena. Und da werden wir nachher nochmal hingehen und dann auch noch ein Schild kaufen gehen. Aber das werde ich natürlich dann auch aufzeichnen, damit ihr das seht. So.
Ja, hier haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir wieder hier von Angriffskraft runtergepusht wurden. Und das nicht gerade wenig. So, haben wir's. So. Eben hochheilen. Okay, weiter geht's. Sieg! So, dann sind die weg. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Und das ist so, werde ich das Luke farmen, was wir brauchen für die Währung für die Waffen, für die Rüstung, die wir noch brauchen. Das sind ja so ungefähr 20.000. Ne, warte mal. 2, 4, 6, 8, doch 10.000 brauchen wir ungefähr. Ich sammle mal so 14.000, würde ich sagen, sammle ich. Und da bin ich fertig mit Farmen. Wenn ich die Waffen kaufe, dann melde ich mich wieder. Also, ob jetzt 40.000 reichen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Schauen wir gleich mal. Bevor ich die auch nochmal beende, schaue ich nochmal, wie viel Geld ich genau brauche. Nicht sterben, Hawk. Das wäre sehr nett. Und der Kevin ist auch noch am Sterben. Das macht mich alles fertig hier. Das ist so viel Schaden. Eieieiei. Oh, ich kann nicht. Ja. Nein. So. So, der ist hinüber. Da hat er auch 4 Schaden gemacht. Das sollte Aua machen. Ach übrigens, die Gegner sind ja stärker geworden hier. Die haben jetzt Level 30, das wurde ja auch gesagt. Die Gegner werden immer stärker, mit jedem Mal, je länger es dauert. Also wahrscheinlich nach jedem Boss werden hier die Gegner 1 bis 2 Level stärker. Ich hoffe nicht mehr. So, sind wir draußen. Jetzt können wir mal gucken, wie viel Geld wir gemacht haben in der Zeit. Wir hatten ja noch so um die 1000 irgendwas. Wir haben jetzt 3000. Also wir machen circa ein Item pro Durchgang. Das heißt, wir müssen jetzt noch 6 Mal diesen Gang machen. Das möchte ich aber nicht aufzeichnen. Ja. Aber wenn ihr sowas sehen wollt, müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, das will keiner sehen. Im Stream, wenn ihr sehen wollt, könnt ihr auch im Stream einfach zugucken. Wenn ich hier mal zu einer Zeit streame, wo ihr vielleicht Zeit habt. So. Jetzt die Frage, was muss ich denn jetzt nochmal alles noch holen, was mir noch fehlt? Ja, einmal der Helm natürlich. Aber hier, alles kostet 2000, Ausnahme dieser Helm, den habe ich aber schon. Ne, den habe ich noch nicht. Kostet alles so 2000, ne, was? 3000 kostet was? Die Rüstung. Der Fluoridpanzer. Alles andere kostet so um die 2000. Nur der Fluoridpanzer ist ein bisschen teurer.
kaufen wir auch jetzt direkt mal. Für Hawk. Oh. Ja, damit er mal nicht so ganz der Bein aufs Maul kriegt. Direkt mal direkt für ihn kaufen. Teuerste Rüstung, der Typ. Das Briesencape. Ja, das Cape jetzt durch einen Panzer ersetzen ist mit Sicherheit sinnvoll. So, 13 Punkte mehr. Einiges. Dann verkaufen wir das auch direkt wieder. Also eigentlich wollte ich auch noch ein bisschen weniger Geld, weil ich ja immer noch Items verkaufe, aber wir gehen mal immer sicher, ne? So. Also wir brauchen jetzt noch 1, 2, 3, 4 Items. Oder? Vielleicht 5? 5 sind 10.000. Jetzt haben wir mal einen Puffer von 14.000. Und dann haben wir es. Speichere jetzt nochmal eben fix. Und dann beende ich die Aufnahme. Bam, 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 badada. Noch Heilkraut bekommen, sehr gut. Wir haben ja auch ein paar verbraucht von. So. Ja, wir wollen speichern. So, damit sage ich erstmal tschüss. Das Level für Leute im Stream, ich gucke mal, wie spät es ist. Hoppala. Ja, ich werde nachher nochmal aufnehmen. Ich werde jetzt erstmal noch eine Runde rendern, die Folge hochladen, für die Leute auch auf YouTube. Ne? Lade das jetzt hoch, Aufnahme beendet. Und werde nachher nochmal aufnehmen. Von dem her, bis später. Tschüss.